mein Moped, geht so! Herzlich willkommen zu meinem neuen Motorvlog. Wir starten den Motorvlog am Sonntag. Es ist sausageiles Wetter, wie man sieht. Wir haben 17 Grad. Wir sind jetzt mit meiner Schwester heute mal nicht mit meinem Bruder. Gerade bei der Waschstraße. Wir werden jetzt mal das Moped putzen, weil wir sind ja letztens gerade schon im Garten gefahren, wenn ihr das letzte Video gesehen habt. Deswegen werden wir das Ganze jetzt mal putzen und uns mal anschauen, ob das hier funktioniert. Wenn dich das interessiert, bleibt dran. Bis gleich. Ich habe voll viel 20 Cent mit gehabt, die gehen jetzt da gar nicht. Das heißt, wir können jetzt nur 1 Minute 50 machen. Das ist nicht viel, aber wir werden das schnell machen. Okay, grün XXL schauen. Starten wir los. Wir müssen direkt die Zeit richtig usen. Wo ist der XXL Schaum? Ja, ich dachte, wir können das jetzt einschäumen. Das ist ja nicht mal XXL Schaum. Aber egal, wir schäumen das trotzdem ein. Ich weiß überhaupt gar nicht, was das Schäumen überhaupt bringt. Oh nein, wir brauchen Wasser. Das bringt überhaupt nichts, habe ich das Gefühl. Oh, wir müssen uns echt beeilen, wir müssen uns echt beeilen. Hochdruckwäsche. Bitte. Aha. Okay, okay, das schaut sehr gut aus. Oh yes, das ist gut. Oh, das geht echt gut weg. Aber kommt da auch Schaum raus? Keine Ahnung. Das ist ja Schaum, wie geht der Schaum weg? Ich check das nicht. Fleckenfrei. Ah, jetzt ist es weg. Ah nein, jetzt kommt noch immer Schaum. 4 brauchen wir. Aber das Ding ist, da ist noch immer Schaum und ich check das nicht ganz. Oh no, ich hau da jetzt mein ganzes Kleingeld rein und hau wirklich alles rein. Jetzt habe ich natürlich keine großen Scheine mit und jetzt nimmt der keine 20 Cent, sondern nur 50 Cent. Oh no. Okay, hat aber gut funktioniert eigentlich. Und wir sind eigentlich auch fertig geworden. Mein Moped geht so! Es geht nicht schlecht, muss man ehrlich sagen. Herzlich willkommen, wir sind jetzt wieder zurück. Ich habe gerade mein Moped gewaschen. Also eigentlich war der Clip schon vor einer Woche, deswegen sagte er, wir sind gerade am Sonntag, das war vor einer Woche. Nur ich konnte dazwischen keine Videos drehen. Daher nur Regentage eigentlich waren. Es hat die ganze Zeit regnet und ich konnte keine Videos aufnehmen. Heute ist endlich schön, es ist glaube ich Freitag. Deswegen haben wir gedacht, jetzt machen wir ein Video. Mir ist aufgefallen bei dem Videoschneiden, also ich wollte schon mal die ersten Stellen schneiden mit dem Waschen. Oh, da ist die Polizei, ich scheiß mich an. Polizei, gell? Heiliger Jesus, die halten wieder alle auf, die da nicht blinken. Gut, dann bin ich angeschissen, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo ich war. Obwohl ich hier original, naja, ganz kompliziert. Okay, aber auf jeden Fall mir ist aufgefallen, dass bei mir der Reflektor abgegangen ist. Das heißt, wenn mich jetzt eine Polizei aufhaltet, kann ich 30 Euro zahlen, so wie ich einmal schon gezahlt habe in St. Pölten. Deswegen fahre ich gerade zum Forstinger und hole mir dort gegen einen anderen Reflektor, dass wir eine Route geben, weil nicht, dass ich aufgehalten werde und 30 Euro so wie ich einen Scheißreflektor zahle.
Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, könnt ihr euch anschauen, ist jetzt oben verlinkt. Da müssen wir aufpassen, das ist überall die Polizei. Bei dem schönen Wetter natürlich ist das zu lang geredet. Und jetzt sagt, wir suchen, wir gehen jetzt Schäfer, suchen Reflektor und let's go. Ich habe euch ja vorher gerade gesagt, dass ich meine Reflektor verloren habe. Hier sieht man mein wunderschönes Kennzeichen. Ihr seht hier, ist es einfach weg. Und weil das nicht so geil ausschaut, dass da so ein Loch ist, und ich glaube auch nicht, dass es erlaubt ist. Oh no, weil das Kennzeichen. Ja, da muss ich irgendwas anderes basteln. Auf jeden Fall habe ich jetzt einen Reflektor mit um 6 Euro gekauft beim Forstiger da gerade in der Nexo. Also das heißt, wir sind bald wieder legal unterwegs und wir fahren jetzt auch zum Mecke und dann so. So, da kurz ein Mexane geholt bei dem wunderschönen Wetter heute. Wir fahren jetzt wieder heim, ich werde jetzt noch schnell dann zu Hause den Scheiß da montieren. Ich hoffe, ich kriege das irgendwie zusammen, weil anscheinend ist mein Kennzeichen da gerissen unten. Mal schauen, wie ich das mache. Ein neues Loch kann ich eigentlich gar nicht bohren. Aber wir werden das schon irgendwie hinbekommen. Und bis gleich. So, kleiner Zwischenstand. Projektor ist jetzt wieder montiert. Auf sehr professionelle Art mit zwei und mit so einer Schelle habe ich das jetzt auch nochmal da oben befestigt. Also wenn der jetzt wieder runterfleckt, fresse ich einen Besen. Auf jeden Fall, das war sehr, sehr geil. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Schaut euch die anderen Videos an unbedingt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wenn der Lambda der Motorflux ein neues Video hochladet. So, bevor wir jetzt aber mit dem Video aufhören, wollte ich noch ein paar Sachen klarstellen. Viele haben mich auch gefragt, kommst du jetzt wirklich auf das Gearparts Meeting? Und ja, ich komme auf jeden Fall zu dem Gearparts Meeting, das ist ein Samstag. Also ich bin am Samstag dort zu 100%. Ihr habt die abgestimmt, also wäre voll blöd, wenn ich jetzt nicht kommen würde. Und wir werden auch auf jeden Fall, ich werde auf jeden Fall auch geile Sachen mitnehmen. Ich werde auf jeden Fall was drucken, so viel kann ich schon verraten. Was, werde ich noch nicht sagen. Aber es wird auf jeden Fall cool, glaube ich, dort. Die Tickets kosten ja auch nicht viel. Aber der Ticketverkauf sollte sogar bald starten. Also ich bin auf jeden Fall gespannt und habe mega Bock drauf. Und viele haben mich auch noch gefragt wegen dem Moped Battle. Das Moped Battle... Das Moped Battle, das ist so geil mit diesem Emoji da. Das Moped Battle werden wir natürlich auch weiterführen. Das aber erst ab dem Gearparts Meeting, weil das im Winter hat noch nicht so gut funktioniert. Also eigentlich hat es schon gut funktioniert, aber viele von euch hatten teilweise noch nicht ihr Moped fertig und es waren jetzt traurig und teilweise, ja, also ich chille noch, aber dann ab dem Gearparts Meeting werden wir das wahrscheinlich machen. Und sorry, dass das heute ein etwas kürzeres Video ist, aber das nächste Video werden wir wieder cool, also cool war es eh trotzdem, aber ein bisschen länger machen. Okay, tschö mit Ö.